Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. Wie ihr sehen könnt, werde ich in dieser Folge zum ersten Mal Rohöl bzw. Öl transportieren, sprich die von mir begonnene Linie zum Transport von Rohöl zur Erdölraffinerie und dann entsprechend von dem verarbeiteten Öl nach Salzburg zur Herstellung von Kunststoff, nimmt endlich seinen Betrieb auf und ich mache auch noch eine zweite Linie für den Transport von Erz und Kohle, ebenfalls hier nach Salzburg. Außerdem gibt es ein paar neue Fahrzeuge. Gerade hier im Bereich der Autos haben wir hier einen neuen Bus. Natürlich habe ich auch gleich alle Busse erneuert und dasselbe gilt auch für die LKWs. Hier habe ich auf den Opel Blitz Planwagen umgestellt. Bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt. Ich würde mich freuen. Bis gleich. Bevor ich mich nun hier um die Ölindustrie kümmere, muss ich vorher noch was anderes machen. Wir hatten ja schon in der letzten Folge neue Transport-LKWs bekommen. Und da die Transport-LKWs relativ wichtig sind und auch ganz gut Geld verdienen, werde ich die als erstes modernisieren. Im Übrigen habe ich auch einen neuen Bus bekommen. Wo habe ich jetzt hier ein Fahrzeugdepot? Dann kann ich das ganz kurz... Ja, wo habe ich es denn hier? Ich muss doch ein Fahrzeug... Okay, dann geht... Da haben wir es. Und zwar hier den Saurer Tüchon. Wir haben dann immerhin schon 50 km/h. Und das bringt mich auch schon zum ersten... Moment, ich stelle die Zeit mal kurz ein bisschen schneller. Das bringt mich auch schon zum ersten Kommentar, auf den ich eingehen möchte. Und zwar hatte ja der Turm schon vor längerem geschrieben, ich solle die Straßen ausbauen. Das werde ich jetzt also auch tun, damit dort, wo die Busse und LKWs dann entsprechend außerhalb der Ortschaften fahren, natürlich ein bisschen schneller fahren können. Und dann hat er auch nochmal darauf hingewiesen, dass ja die A8 hier unten ja gar keine Autobahn ist. Ja, das stimmt. Wenn man die Karte erstellt, kann man keine Autobahn machen. Es gibt halt nur Feldwege. Wäre aber bestimmt lustig, eine Autobahn als Feldweg. Das würde bestimmt lustig aussehen, ne? So, dann haben wir noch einen weiteren Kommentar und zwar vom HP. Es geht hier um diese Güterzugstrecke. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass es halt blöd ist, dass im Gegensatz zu Works and Resources hier immer nur ein Zug einfahren kann. Sprich, wenn man hier eine Linie hat, kann hier immer nur ein Zug beladen werden. Das kann man natürlich vollkommen einfach ändern. Das hat der HP angesprochen. Das hatte ich auch schon mal versucht bei meiner Passagierstrecke hier von Bad Reichenhall nach Traunstein. Nach Verlassing. Und zwar kann ich ja hier einfach zwei Linien vergehen, sodass sich die Güter auf beide Gleise im Prinzip verteilen. Das erhöht natürlich hier zum einen die Lagerkapazität, weil da können die Güter ja auch auf der anderen Seite liegen. Und zum anderen können dann zwei Züge gleichzeitig beladen werden. Werde ich also auch machen. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die Fahrzeuge. Und dann auch noch ein Kommentar vom F. Hummels. Und zwar die Länge der Züge. Ich hatte ja hier auf der Güterzugstrecke jetzt die erste und relativ neue Lok. Und die kann man tatsächlich länger machen. Ich hatte ja 10 Waggons angehangen. Aber man sieht halt schon, wenn man... Diese haben immer noch keine, elektrisch möchte ich da nicht nehmen. Wenn man jetzt hier die Klasse A4, die relativ teuer ist, muss ich sagen. Wenn man die auswählt und dann Waggons auswählt entsprechend, dann sehen wir sehr schön hier die Geschwindigkeitsanzeige. Das heißt, wenn wir da viele Waggons dran machen, bleiben wir immer noch bei ausgezeichnet. Ne? Also da geht schon einiges. Aber das werde ich dann auch erst machen, nachdem ich ein bisschen modernisiert habe, beziehungsweise die neuen Züge dann gleich schon länger machen. Und nochmal danke für alle Kommentare und Hinweise, die ihr mir hier so gebt. Ne? So, machen wir die Spielgeschwindigkeit mal ganz kurz kleiner. Das Modernisieren der LKWs geht ja nun inzwischen, also geht ja jetzt im zweiten Teil relativ schnell. Aufgrund dessen, dass ich, Moment, ich bin im Falschen, hier haben wir die Linienübersicht. Dadurch, dass ich ja die... Also wir können hier zum einen auswählen, was für ein Fahrzeugtyp wir haben wollen. Dadurch, dass ich die Linien ja nach Bus und LKW benannt habe, kann ich die natürlich relativ einfach auswählen. Und kann halt dahergehen und kann sagen, okay, ich nehme jetzt mir alle LKWs, alle LKW-Linien. So, jetzt habe ich alle LKWs, sind 200 Fahrzeuge. Kann die dann ersetzen. Und zwar hier der Opel Blitz Kipper. Hat natürlich den Vorteil, zum einen natürlich 60 km/h, 101 PS, Ladekapazität 14. Wir haben aber hier ein Problem, und zwar können wir hier nur Erze, Baumaterial und Getreide transportieren. Sprich halt nicht Baumaterial, sondern Steine.
Und das können wir auf unseren Strecken hier nicht verwenden, denn die LKWs müssen ja noch Baumaterial bzw. Lebensmittel transportieren können. Das heißt, wir müssen den Plan-LKW nehmen, der eine geringere Kapazität hat. Also hier der Kipper-LKW hat 14 und der Plan-LKW hat nur 12. Aber das ist halt der, den wir halt nehmen müssen. Und das kostet uns auch schlappe 41 Millionen. So, alle Fahrzeuge ausgetauscht, sehr schön. Somit sind wir fertig, ne? So, Folge beendet. Nein, Spaß. Schauen wir jetzt noch ganz kurz. Wir haben ja bei den LKWs zu Gewinne, ja, sagen wir mal, schwankt so zwischen 600.000 und 1 Million. Und das schauen wir uns dann nochmal an, wenn sich die neuen LKWs eingefahren haben, sage ich mal, ne? So, jetzt schaue ich mal noch, dass ich die Busse noch gleich modernisiere. Bei den Bussen muss ich sagen, da habe ich ein paar verkauft. Da habe ich ein paar Linien quasi ausgedünnt. War halt einfach zu viele Fahrzeuge und zu wenig Passagiere. Das ist natürlich finanziell jetzt auch nicht so doll, ne? Entsprechend habe ich jetzt etwas weniger Busse. Und das kostet uns... Hier haben wir den sauren Tücher. Das kostet uns schlappe 9,5 Millionen. Das ist ein Schnäppchen, ne? Also ohne Worte. Aber schaut her, von 39 bis 88, ne? Okay, dann wechseln wir den auch aus. Auch hier deutlich höhere Geschwindigkeit, mehr Leistung, höhere Ladegeschwindigkeit, das war auch bei den LKW so, und Kapazität immerhin 10 Passagiere. Also, toll, 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 ne? So, haben wir auch ersetzt. Und jetzt können wir, ich sag mal, weitermachen, wo wir aufgehört haben. Beziehungsweise möchte ich vorher noch die Straßen hier modernisieren. Denn wir haben jetzt das Problem, dass die LKWs hier langsamer fahren, als sie könnten. Wir können mal ganz kurz gucken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bis 40 km/h gehen die Feldwege. Genau, und er hört auf zu beschleunigen, obwohl er eigentlich schneller fahren könnte. Das heißt, hier verlieren wir jetzt gerade Geld, weil ja der LKW länger unterwegs ist, als er sein müsste. Straßen modernisieren auch relativ einfach. Wir haben hier kleine Landstraße, die geht bis 60 km/h, mittlere Landstraße bis 80. Ja, große Landstraße brauchen wir jetzt hier nicht machen, ne? Ich werde hier die für die LKWs optimale Geschwindigkeit auch für die Zukunft dann, sage ich mal, die 80 km/h nehmen. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob nicht später noch LKWs kommen, die über 80 km/h fahren. Also hier bei uns fahren sie auf der Autobahn ja nur 80 und auf Landstraßen und Bundesstraßen nur 60. Also theoretisch. So, wir wählen also die Straße aus, die wir wollen. Wir wählen dann hier diesen magischen Zauberstab aus und können dann... Wahrscheinlich habe ich das zu da dran gebaut, ne? Okay. Dann müssen wir schauen. Es ist natürlich äußerst ungünstig, ne? Kann ich... Ja, schaut, die Straße wird dann breiter. Und ich habe das Gebäude hier zu nah eingebaut. Da müssen wir jetzt theoretisch mal warten. Da schaffen wir, glaube ich, nicht, dass normale LKWs raus sind, ne? Kann man das Gebäude... Kann man abreißen, okay. Ah, jetzt muss ich das auch abreißen. So, bauen wir die Station gleich wieder neu auf. Genau, nur halt eben nicht bei Gleisen, sondern bei Straßen, ne, ist klar. So, LKW-Station, jetzt natürlich ein bisschen größerer Abstand. So, dass es da nicht nochmal zu Problemen kommt. So, ihr seht noch diesen kleinen roten Balken, der sich dadurch verschwindet. Das war jetzt quasi unsere alte Station und die haben wir jetzt auch gleich wiederbekommen. Müsste zumindest so gewesen sein jetzt, Moment. Ja, genau, also solange wie dieser Balken noch da ist und die rote Linie noch da ist, könnt ihr einfach dort wieder ein neues Gebäude hinsetzen, also eine neue Station, und dann zählt das wieder als quasi die alte Station. So, dann schauen wir mal, ob das mit der Straße jetzt funktioniert. Das müsste funktionieren. So, und schon können wir die Straße halt entsprechend modernisieren. Und ich sag mal ganz stumpf, ach, machen wir bis zur Hauptkreuzung davor. Ich sag mal ganz stumpf, uns reicht es ja bis dahin, wo wir es halt brauchen. Ne, der Rest sollen dann halt die Städte machen. Wir brauchen das nicht. So, dann platziere ich hier nochmal. Es ist jetzt zwar nicht mehr wichtig, aber ich platziere nochmal ein Straßendepot. Gut, das können wir jetzt dann auch gleich daneben platzieren. So, okay, sieht die ganze Sache ja immer schon mal ein bisschen moderner aus, ne? So, wo fahren dann noch LKWs? Dann haben wir hier noch LKW. Das heißt, auch hier müssen wir modernisieren. Und lass mich raten, hier bin ich auch zu dicht. Wetten. Ne, hier geht's. Okay. Das kostet sogar 0, schaut her. Wir tun jetzt den Feldweg asphaltieren und das kostet uns 0. Das ist doch schön, oder?
So, und jetzt können natürlich nicht nur die Autos, sondern auch unsere LKWs gleich viel schneller fahren. Schaut im Übrigen mal her, wie schön Bad Reichenhall schon gewachsen ist. Ist das nicht schön? Es geht sogar schon hier auf die andere Seite von der Saalach rüber. Hier ist im Übrigen eine Kaserne. Voll schick. Ja, und hier drüben ist auch nochmal Wohngebiet. Und das Wohngebiet wird ja gebaut quasi. Das ist wohl, glaube ich, Gewerbe, aber passt schon. So, dann haben wir das. Dann müssen wir hier schauen, dass wir das selber auch nochmal machen. Ich wollte gerade sagen, auch hier sieht es eigentlich ganz gut aus mit unserer Bundesstraße. So, auch die ersetzt man wieder quasi bis zur, wirklich zur Stadt. So, dann schauen wir noch weiter. Und ja, ich plane noch Züge zu kaufen in dieser Folge. So, hier machen wir dasselbe. Okay, passt. Passt. Und hier auch nochmal. Wie gesagt, da bin ich mal wirklich gespannt, wie viel Geld wir dann mit den LKW-Linien verdienen. So, hier haben wir jetzt hier auch Busse am Fahren. Aber gut, eigentlich bräuchte man das hier gar nicht machen. Ist ja eh schon mehr oder weniger in der Stadt, ne? So, hier ebenfalls nochmal. Natürlich auch hier Busse und LKW. Ja, selbst Bischofswiese ist ein bisschen gewachsen. Ich finde ja schön, wie sich hier quasi so ein Wohngebiet hier so angleicht, ne? Hier dann nochmal so ein kleiner Stadtwald und Stadtpark quasi. Sehr schön. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz nach Österreich rüber. Denn auch hier haben wir ja Linien. Okay, da in Kössen haben wir das nicht, aber hier, St. Johann in Tirol. Okay, hier haben wir schon Stadtstraßen bis hin, aber ich modernisiere die Sache trotzdem. So, hier eine etwas längere Route. Und dasselbe nochmal nach hier unten. So, super, dann haben wir noch Lofer. Hier muss ich auch noch Personenzüge bauen, ne? Ich muss das alles noch zuklatschen hier. Gibt noch so viel zu tun. Aber jetzt möchte ich halt wirklich erstmal ein bisschen Industrie bauen, also ein bisschen Güterzüge hier fahren lassen. Aber der Rest geht dann halt auch noch weiter. So, jetzt müssen wir wieder kurz warten, bis das Autosave durch ist. Das nächste Mal mache ich eine kleinere Karte. Und weniger Bäume. Und weniger Bäume. So, gleich haben wir's. Und wie gesagt, dann kümmern wir uns um die neue Linie. Denn wir wollen ja noch... Oh, falsch. Denn wir wollen ja noch Öl transportieren, ne? Okay, sind wir fertig soweit? Super. Dann schaue ich nochmal ganz kurz hier oben. Hier fahren keine Busse. Hier fahren Busse, aber hier hätten wir jetzt schon eine Stadtstraße. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Städte die Bundesstraßen oder die Landstraßen wieder umbauen. Wir merken uns jetzt hier einfach mal das und schauen dann später nochmal rein, ob das hier dann immer noch so eine Straße ist oder ob sich das auch wieder, ich sag mal, zurückentwickelt hat zu so einer Stadtstraße. So, okay, so viel dazu. Schauen wir mal ganz kurz, was die Linien jetzt... Also, vorhin hatten wir ja zwischen 500.000 und 1.000.000. Also ich würde schon sagen, dass es eine... Natürlich ist es mehr Profit, brauchen wir ja nicht drüber reden, ne? Muss ja, ist ja zwingend. Ach stimmt, hier haben wir auch nochmal eine Straße. Und da drüben haben wir ja nochmal eine Straße. Okay, dann mache ich die natürlich auch gleich noch. So. Und hier dann auch nochmal. Und dann haben wir es wirklich alles durch. Fahren hier überhaupt Passagiere mit? Naja, könnte mehr sein, ne? So, jetzt geht's ums Rohöl. Wir müssen natürlich zuerst mal das Rohöl hier zur Erdölraffinerie bringen. Also in Traunstein gibt es natürlich keine Erdölraffinerie, sollte klar sein. Und die Produktion, die können wir dann per Zug, wie gesagt, nach Salzburg transportieren, um dann dort Kunststoffe herzustellen. Das heißt, wir brauchen auch hier erstmal wieder eine LKW-Ladestation. Ja, ich achte jetzt drauf, dass ich den Abstand zur Straße ein bisschen größer gestalte, ne? So, da sind jetzt beide
Beide Ölquellen, Ölbohrquellen, hätte ich was gesagt, sind da jetzt in Reichweite. Wir haben jetzt hier natürlich keinen allzu langen Transportweg. Das heißt, hier wird der Profit wahrscheinlich auch nicht allzu hoch sein. Und was natürlich auch noch dazu kommt, wir können nichts zurücktransportieren. So. Jetzt haben wir hier natürlich eine kleine Kante, aber er sieht quasi fast aus wie gemauert, ne? So, dann bringen wir mal das Öl zur Raffinerie. Ich hatte ja hier oben sowieso. Da, genau. Ich würde sagen, ich lasse erstmal 10 LKW fahren. Und dann schauen wir uns, wie viel die Züge davon wirklich abtransportieren können. Und vor allen Dingen, was für Züge wir verwenden und was die uns kosten, ne? Weil Schnäppchen werden das nicht. Das kann ich gleich sagen. Ach nee, Moment. Nicht neue Fahrzeuge kaufen, erstmal eine neue Linie. So, von den Ölquellen zur Raffinerie, wie gesagt, kurze Strecke. Wir benennen das um. Traunstein, halt, LKW, Traunstein, Öl. Die ursprünglichen LKWs hier habe ich nicht umbenannt, weil die halt nur Baumaterial oder Lebensmittel transportieren. Und da weiß ich im Prinzip gleich, wo das ist, ne? Deswegen habe ich da nicht weiter, ja, ich sag mal, rumgefummelt. So, ich kaufe erstmal 10 LKW. Jetzt müssen wir mal schauen, genau, da können wir den Tank-LKW nehmen. Ach, super. Immerhin bis 1980. Da kaufen wir mal 10 Stück von. Läppische 2,5 Millionen. Und schicken die jetzt auf die aktuelle Strecke. Und zwar LKW Traunstein Öl. Sehr schön. So. Da sind sie. Und sie düsen auch gleich schön los. Sehr schön. Die sehen richtig cool aus. Außer es ist Opel. Der eine oder andere, Opel. Aber jedem das seine, ne? So, ich werde mal ganz kurz ein bisschen schneller machen. Ich möchte nur mal schauen, wie viel Öl die transportieren und was man da an Profit ist. Dort liegt zu viel Öl, ne? Kann natürlich davon abhängig sein, wie weit die Transportstrecke ist, ne? So, schauen wir mal, wie viel Verlust die Linie jetzt gemacht hat. Knappe 100.000. Sehr gut. Nein, Spaß natürlich nicht gut. Also die auch super hier, ne? Bundesstraße und dann hier so ein normales Straßenstück. Schön, dass jetzt. Nein! Ich habe jetzt so einen Haufen Kohle ausgegeben für die LKW. Ach, das ist ja unfassbar. Nein! Hab Erbarmen! Naja, gut, das ist dann jetzt so. Ich kann natürlich gleich nochmal schauen, wie viel da der Unterschied ist, wie viel die neuen LKW besser sind. So, jetzt werden die wahrscheinlich nicht alle voll, obwohl doch. So, schauen wir mal, was da der Profit sein wird. Pro ankommenden LKW. Okay, jetzt habe ich hier, glaube ich, gerade. Jetzt, okay. So, okay, schauen wir nochmal her. Na, aber immerhin 26.000, ne? Ja, da wird schon noch ein Plus stehen dann. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz an. Die neuen Fahrzeuge. So, saurer Typ C Planwagen. 87 PS. Ah, okay, ich sehe schon. Es war nicht weiter schlimm. Haltbarkeit ist länger. Ladezeit ist schneller. Also Ladegeschwindigkeit ist höher. Und die Emission ist geringer, dafür aber weniger Transportkapazität. Lohnt sich also eher auf kurzen Strecken. Wenn die Ladezeit verringert ist, aber die Transportkapazität auch geringer ist, wie gesagt, dann bis 1995, jetzt hört auf, dann lohnt die sich halt eher auf kurzen Strecken.
So, okay, Bus ist kein neuer dazugekommen. Okay, dann haben wir nichts falsch gemacht. War doch richtig, dass wir den LKW ausgewählt haben. So, jetzt ist die LKW-Linie sogar schon so mal ein bisschen im Plus, ne? Schauen wir noch auf die Gesamtsumme. Okay, ich würde sagen, so viel mehr verdienen die auch nicht, ne? Okay. So, fahren die auch alle voll hier? Nein. Naja, das wird sich dann noch etablieren. Das dauert natürlich ein bisschen, bis hier die Produktionsmenge entsprechend ist. Beziehungsweise bis genügend hierher transportiert wird. Die werden aber auf jeden Fall noch Gewinn machen. So, dann wie gesagt, jetzt hier die Strecke für den Öltransport. Jetzt machen wir ja in der Raffinerie aus Rohöl. Und die Linie hatte ich in der letzten Folge schon vergeben. Dann schauen wir uns jetzt die ganze Sache zugtechnisch mal an. Okay, ist natürlich blöd, dass jetzt das Zugdepot hier ist, ne? So, diese haben wir immer noch nicht. Wie gesagt, Elektroloks mache ich nicht. Ich schaue erstmal. Wir brauchen ja den Kesselwagen. Und der hat eine Geschwindigkeit von 80 km/h. Das heißt, ich würde erstmal tatsächlich. Also es gibt keine, die perfekt passt. Ich würde erstmal bei der Flying Scotsman bleiben. Und noch gar nicht die Klasse A4 nehmen. Ja, die hat fast. Die hat ein Viertel höhere Betriebskosten. Nehmen wir halt erstmal den Flying Scotsman. Und schauen uns jetzt nochmal an, wie viele Waggons. Ich befürchte fast, es kommen bald neue Waggons, ne? So, bei den anderen Zügen hatten wir ja 10 Waggons. Jetzt haben wir 15. Und wir sind immer noch bei der Geschwindigkeit ausgezeichnet. Ich weiß nicht, beim ersten Teil war es doch nicht ganz so viel, oder? Was man an Waggons anhängen konnte. Okay, jetzt sind wir noch bei gut. Ausgezeichnet. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht. Neue Boote. Ach, die sind auch neu, ne? Diese komischen Schubkähne da oder so. Also das Schiff ist hinten und vorne ist die Ladung. An so einem vorgelagerten Hänger. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das so, dass wir auf jeden Fall bei Geschwindigkeit noch bei ausgezeichnet sind. Und kaufen das Ding jetzt mal. Zweimal würde ich sogar sagen. Oh ne, zweimal. Wir haben 153 Transportkapazität. Ich belasse es erstmal bei einmal. Wir können ja dann natürlich immer noch einen weiteren kaufen. Ich muss erstmal schauen, wie die Auslastung der Linie ist. Weil das ist halt echt teuer, ne? So, da ist er. Habe ich jetzt, Moment mal. Jetzt habe ich doch die Klasse A4 gekauft, ne? Ach gut, ist egal. Dafür kann er wahrscheinlich einen Waggon mehr hinten dran haben. So, der fährt jetzt schon mal auf der Strecke. Schauen wir uns mal die Länge an. Denn wir haben ja hier so eine kleine, wo die Abzweigung ist. Dass der Zug auf jeden Fall hier reinpasst. Auch später noch, ansonsten muss ich halt umbauen. Jetzt will ich gerade sagen, da kommt er ja schon. Aber naja, nicht wirklich, ne? Ich belasse es dann aber erstmal bei einem Flying Scotsman. Aber sieht von der Länge her, schaut das schon vernünftig aus, ne? Sieht ja quasi schick aus, oder? Und er macht ordentlich Dreck, wie sich das hier hört. Also Dampflokomotiven müssen Dreck machen, es tut mir leid. So, jetzt müsst ihr doch nur langsam mal. Gott, ist die Strecke weit. Aber es ist doch schön, wie es sich hier durch die Hügel schlängelt, durch das Grün, das Satte. So, da vorne kommt die Abzweigung. Also in der Länge noch ohne Probleme.
So, was liegt denn jetzt hier schon an produzierter Menge da? 55 Öltropfen. Wir haben hier aus zweimal Rohöl einmal normales Öl. Und Produktion läuft auf 100%. Ja, und Wachstum ist im Übrigen, ach, ich sehe schon, das kann nur um eine Stufe wachsen. Ach, hey, das ist ja nicht viel, ne? Ja, jedenfalls muss die Produktion auf 200 sein, der Versand auf 200 sein. Also hier in dem hinteren Bereich, wo der Pfeil nach oben ist. Wenn das alle drei Werte in dem Bereich sind, dann wächst die Industrie. Wenn alle drei Werte in dem Bereich sind, dann schrumpft sie wieder. Mehr schrumpfen geht jetzt natürlich nicht. Und dafür müsst ihr halt möglichst viel Material anliefern, also Rohstoffe, und möglichst viel wieder abtransportieren. Aber ihr seht schon, wenn der Zug jetzt ankommt, der wird wahrscheinlich auf keinen Fall voll. Nee, noch nicht. Aber das wird sich dann bessern. So, dann würde ich sagen, dass wir den jetzt erstmal fahren lassen und uns die Sache hier nochmal anschauen, beziehungsweise hier einfach nochmal tatsächlich eine zweite Linie vergeben, die auch dieselbe Strecke fährt, um halt hier wirklich beide Seiten ausnutzen zu können. So. Jetzt sagt uns das Spiel, dass da kein... Also entweder ist es ein Bug. Das hatte ich hier, glaube ich, schon mal, ne? Weil die Linie wird nicht durchgezogen. Ich mach das nochmal weg. Aber ich dachte, aber wie gesagt, das war schon mal, ne? Dass das nicht angezeigt wurde. Ich schicke da einfach mal... Nee, Moment. Wir haben bei der ersten Linie... Erreiche eine Stadt mit mindestens 57 Einwohnern. Yeah! Ach, Moment, wir brauchen jetzt Züge, ne? Ist klar. So, und zwar haben wir... Das ist die Strecke. Ah, nein, das ist die Strecke. So, dann kopieren wir uns das hier einfach rein. Ah, wir können Strecken sogar gleich benennen, sehr schön. So, jetzt schauen wir mal. Also hier hat das Spiel sowieso schon zwei, jetzt werden beide Linien angezeigt, zwei verschiedene Gleise ausgewählt. Das können wir hier aber leider nicht machen, denn hier, oder ich müsste den Bahnhof noch mal erweitern, was ich echt nicht vorhabe. Hier werden wir das also nicht machen. Das heißt, ich werde die grüne Linie in Salzburg auch auf die 1 legen. Gegebenenfalls, falls das notwendig sein sollte, weil es wirklich so viele Züge hier fahren, muss ich die Linie halt noch, muss ich den Bahnhof halt nochmal erweitern. So, und hier seht ihr jetzt, haben wir hier beide Gleise. Das heißt, wir können jetzt auf der neuen Linie meinen Zug losschicken. Da ich ja, wie gesagt, den eigentlich noch gar nicht nehmen wollte, werde ich jetzt wieder den nehmen. Und jetzt schauen wir uns mal an, ladetechnisch, der offene Güterwagen, wie viel wir da nehmen können, um ihn ausgezeichnet zu... da hatten wir es gerade schon. Also wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall in ausgezeichnet bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah ja, gut, sind immerhin 13 Waggons, ne? So, da haben wir jetzt einen Preis von... 11 Millionen. Werde ich einfach mal gleich ganz stumpf zwei Stück kaufen. Und wir schicken die beide los. Und da haben wir jetzt hier die zweite Linie. Und unterwegs sind sie. So, nun können hier die Rohstoffe auf beiden Seiten gelagert werden. Ja. Versand 400, Transport 10. Wir können also im Prinzip noch 10 mal so viel Transportkapazität bereitstellen, bevor das hier ausgelastet ist. So, jetzt wäre es natürlich interessant. Hier bei den Zügen müsste man jetzt ja das noch umbauen. Dass man quasi mehr Waggons dran hat. Aber ich sage mal, ich werde das jetzt mal lassen. Ich schaue halt einfach, dass wir... Also ich würde jetzt sagen, dass wir vielleicht
Also auf jeden Fall je 3 Züge, würde ich jetzt mal ganz stumpf vorschlagen. Und dann im Endeffekt halt schauen auf die Waggonanzahl. Und dann schauen wir mal, ne? Okay, so viel soll es dafür erstmal gewesen sein. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal hier zur Erdölindustrie schauen. So, Produktion sieht schon mal ganz gut aus. Abtransportiert wird natürlich nicht alles. So, schauen wir uns das hier noch an. Transport 100%, sehr gut. Aber auch nur von dem, was versendet wurde, ne? Wobei die Rohölförderung oder die Ölquellen können nicht wachsen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass jetzt hier genug... Oh ne, schaut her. Da kann es uns tatsächlich passieren, dass wir hier LKWs reduzieren müssen. Wobei da steht versendet 156 von 400 und es ist hier nicht genügend da, ne? Was wir abtransportieren können. Macht denn die Linie wenigstens Gewinn? Ja, ist okay. Ja, die anderen LKWs machen auch Gewinn. Schauen wir nochmal auf die Gesamtbilanz. Ja, mit den Zügen ist es natürlich schwierig, ne? Das muss ich jetzt erstmal wieder einpendeln. Ja, dann würde ich die Folge an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich immer freuen, wenn wir uns dann morgen bei der nächsten Folge wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, bis zum nächsten Video.